Hey Leute und willkommen zu einem Video. Wir machen heute wieder ein Schienhol. Den Teil 3. War es nicht gut oder was? Das war gut. Diesmal wird es ein kürzeres Video, dafür kommt nächste Woche gleich der nächste Teil online. Und bis gleich. So Leute, diese Pullover kennst du ja schon, aber ich habe mich verliebt. Die sind so weich. Benjamin, zeig mal, wie weich die sind. Okay, die sind schon weich. Ihr seht das, also ihr fühlt das nicht, aber es ist schon sehr, sehr weich. Dann sieht es eh, wenn man das durchsteckt, ist es komplett. Und ich habe mir das nochmal in Braun und in Grau geholt, damit ich immer was parat habe, weil ich habe mich einfach verliebt. Ich gebe dem, egal was Benjamin sagt, 10 von 10, sogar 11 von 10, die sind perfekt. Schau das nicht an, ich habe das falsch angezogen. Ja, ich gebe es denen auch so für Winter 10. 10 von 10. Also auf jeden Fall, die Farben sind halt hässlich, würde ich sagen. Ich behalte mir das. Ich sag 8 von 10. Na, nicht mal. 5 von 10. 5 von 10. Auf jeden Fall, ich höre nicht auf Benjamin. Mich hält das warm und das ist das Wichtigste. Ja, tschüss. Das nächste Urteil. Es ist wunderschön. Ja, es ist so süß. Dreh dich mal so ein bisschen, dass das so in Luft ist. Ja. Das ist wirklich so schön. Ja. Das ist schön. Aber irgendwie der Stoff ist so komisch, wirklich. Der ist so voll hart, so. Er schaut einfach komplett süß aus, aber so. Ich finde ihn voll. Ja, hast du schon recht. Er ist so ähnlich wie dieser Schwamm. Kennst du diesen Schwamm, weißt du, in Küche? Weißt du, dieser gelbe Schwamm? Genau so ähnlich. Dieser grüne Teil vom Schwamm. Ja, genau. Wie der grüne Teil vom Schwamm, so ist dieses Ding. Ja, und auch ein bisschen durchsichtig, keine Ahnung, ob man sieht. Keine Ahnung, ob ich es behalten soll. Du wirst dich nie wohlfühlen, weißt du, das ist das. Und ja. Es ist voll durchlässig, weil das ist ja für den Herbst gemacht und dann da wird so schnell der Wind durchgehen. Ja, ich glaube, das gebe ich zurück, weil ich werde schon so ein ähnliches Oberteil finden, was weich ist. Ja, aber es ist so schön, macht Spaß. Ja. Aber es ist halt komplett scheiße von Funktion her. Das andere war von Funktion besser, aber von Aussehen scheiße. Enttäuscht mich leider. Ich muss leider zurückschicken, weil das ist wirklich unangenehm eigentlich schon fast. Kann man nichts machen. Ja, stimmt. So, dieses Modell kennt ihr schon, aber ich bin immer wieder erstaunt von dieser Hose. Die ist komplett unnormal, finde ich. Halt in Grau dieses Mal. Und was ist krass an dieser Hose? Der Push. Und ich finde diesen Farbverlauf auch so süß. Ja, okay, das ist schon schön. Aber sie pusht schon mächtig von unten hinten. Ja, schon. Aber diesmal war es wirklich sehr, sehr schwer, die anzuziehen. Ich weiß nicht, ob es genau an dieser gelegen ist. Aber irgendwie gefühlt, ich bin nur aus der Brust. Echt? Ja. Ja, die ist schon geil. Also 10 von 10. 10 von 10. Ja. Ich mag auch diesen Farbverlauf. Ich finde, welche hast du? Rosane oder mäßig? Ich hatte rosane, genau. Ja, die ist halt vom Farbverlauf ein bisschen schöner, aber die ist halt so dezent, aber man kann halt ihr nichts sagen. Also du findest die rosane schöner? Ja, auffälliger. Die ist halt auch schön, aber so weißt du, so, man fällt nicht so auf wie mit der anderen. Ja, zeig mal dann diese Dinger in die Kamera. Ja, also auf jeden Fall, das kennst du ja schon, dieses Schema hat diese Bauch. Das wird dann gepusht hier. Ja, genau. Und das ist richtig super, wie es ausschaut. Genau. So, die Hose habe ich mir auch in Blau bestellt, weil die Farbe ist einfach so schön gewesen bei den Bewertungen. Und die ist in echt gefühlt noch schöner. Also ja, schon. Diese Farbe, die ist unglaublich, die strahlt so. Ja, die war auf jeden Fall leichter anzuziehen, das habe ich gleich gemerkt. Was sagst du zu ihr? Sie ist sehr schön, muss man ehrlich sagen. Aber was ich gesehen habe, dreh dich mal kurz, dass sie nicht so viel pusht. Ja, irgendwie nicht, keine Ahnung. Irgendwie. Die sind hier so voll... Nicht so... Viel zu, so ein bisschen zu... Schlapprig anmäßig. Ja. Aber gleiche Größe beide. Ja, normalerweise schon. Also ich habe alles in der kleinsten Größe. Aber die schickst du wahrscheinlich nicht zurück, oder? Die passt eh so für Sport machen und sowas. Mhm. Ja, die schaut auf jeden Fall schön aus, 10 von 10. Die ist halt so auffällig mäßig. Und da sieht man halt wieder den Ombre und der ist halt komplett schön. Ja, voll schön. So schön, wirklich. Ich kann zu diesem Modell gar nichts sagen, es ist einfach komplett. Die haben sich einfach was Gutes ausgedacht dabei. So. Uiuiui. Das ist jetzt ein Set, auf jeden Fall, keine Ahnung. Hinten schon mal. Keine Ahnung, komisch. Irgendwie ist es auch sehr, sehr lang und schaut ein bisschen komisch aus, finde ich. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Naja, jetzt wenn du im Licht kommst, ich schaue schon scheiße aus, so, muss man ehrlich sagen. Ja, da im Schatten ging es irgendwie, aber da habe ich nie gesehen, dass das... Ja, keine Ahnung, ist halt schwierig. Keine Ahnung, komisch. Weißt du, das wäre so Vakuum, wenn du irgendwas in so einer Plastiktüte hast und dann so mit Staubsauger. Ja. So schaue ich gefühlt aus.
gebe dem 4. Ja, ich würde 3-4 so auch. Ich hatte 3 bis 4 drin. Das ist die letzte Hose für heute. Ich bin komplett fertig. Ich habe die nicht mal ganz drauf geschafft. Da merkst du schon meine Meinung zu dieser Hose. Ich finde die komisch. Keine Ahnung. Ja, okay, hinten ist sie schon cringe. Weil die ist nicht mal ganz nach oben. Keine Ahnung, ob man das sieht. Naja. Ich habe gedacht, eine schwarze zu holen, eine schwarze Leggings. Aber es ist mir sehr misslungen. Nee. Ich bleib wohl bei den bunten, ha? Tja. Kann man nichts machen, gell? 0 von 10. Das ist wirklich scheiße. Schon. Das war's mit dem Video. Ihr könnt es gerne hier und hier klicken für die anderen zwei Teile. Und nächste Woche kommt der nächste Teil. Viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.